Wir widmen uns nun einem weiteren wichtigen Kapitel der Kinematik, nämlich den natürlichen Koordinaten. In diesem Beispiel fährt ein Lastwagen auf einer Kreisbahn mit gegebenem Radius Rho und die Bahngeschwindigkeit V von 4 Meter pro Sekunde ist bekannt. Der Ausgangspunkt liegt bei der Strecke 0 und die Bahngeschwindigkeit nimmt mit dem gegebenen Zusammenhang V-Punkt ist k mal s zu, wobei dieser Faktor k mit 0,05 pro Sekunde Quadrat gegeben ist. Zu ermitteln ist nun die Bahngeschwindigkeit des Lastwagens und der Betrag seiner Beschleunigung an der Stelle s ist 10 Meter. Wenn man diese Funktion für die Zunahme kennt als Funktion der Strecke, dann bietet sie ja wieder sofort eine Gleichung an, nämlich die zeitfreie. Wir haben hier schon die Beschleunigung tangential als Funktion von s gegeben, dann kann man es direkt über s integrieren. Also bietet sich sofort an, dass man das Integral durchführt v dv von Startgeschwindigkeit v bis zu einer Endgeschwindigkeit v1. Und das ist dann natürlich ATDS, also machen wir gleich KS Tilde draus, DS Tilde von S nach S1. Das hier ist ja AT, beziehungsweise AT ist V-Punkt, steht da unten. Ja? Genau das setzen wir ein. Das heißt, wir kriegen ein V Tilde Quadrat halbe zwischen V und V1 ist k mal s Tilde Quadrat halbe zwischen s und s1, beziehungsweise umgestellt v1 umgeformt ist v Quadrat plus diese k mal s1 Quadrat minus s Quadrat. S ist die Startstrecke 0, die kann man da eigentlich gleich rausstreichen. Aber der Vollständigkeit halber ist sie drinnen geblieben, weil es kann ja auch was anderes sein. Das heißt, für unser V1 haben wir schon ein Ergebnis, nämlich 4,55 Meter pro Sekunde. Das ist einmal die Bahngeschwindigkeit an der Position S1, 10 Meter eingesetzt. Was ist die Winkelgeschwindigkeit an der Position eigentlich? Die Winkelgeschwindigkeit ist ja da irgendein Omega, das um das um den Mittelpunkt der Kurve in dem Fall, das ist das Drehzentrum, wirken muss. Noch einmal bitte, Omega. Ja, genau. Der Radius ist Rho, also V1 durch Rho, ja, klar. Kann man sich auch einheitenmäßig zusammenstoppeln, weil das Meter muss wegfallen, dann ist klar, dass man durch die Länge dividiert. Das sind 0,092 Sekunden hoch minus 1 für einen gerundeten Wert. Ja, genau. Und das ist jetzt nur so nebenbei, das muss man ja nicht, aber ich sage Ihnen dann, dass natürlich das Gleiche wieder rauskommt für die Normalbeschleunigung. Und jetzt sind die Beschleunigungen gefragt, nämlich eigentlich die Gesamtbeschleunigung. Und dazu brauchen wir die zwei Komponenten, nämlich einmal die Tangentialbeschleunigung an der Stelle S1. Das ist nichts anderes wie das V-Punkt, die haben wir eh oben schon eingesetzt. Also k mal S1 sind 0,5 Meter pro Sekunde Quadrat. Und die Normalbeschleunigung geht auf zwei Arten. Machen wir das auch gleich. Ja, jetzt darf man nur nicht schlampig sein, sondern wir müssen eigentlich genau schreiben an der Stelle V1, weil die hängt ja von V ab, oder Omega 1, je nachdem, wie Sie es formulieren. Mit V ist es V1 Quadrat durch Rho. Beziehungsweise, wenn wir für das V1 da oben das Omega mal Rho einsetzen, dann ist es das gleiche Omega 1 Quadrat mal Rho, wie es was auch immer haben. Und dann muss in beiden Fällen 0,42 Meter pro Sekunde Quadrat rauskommen.
Und der Betrag ist die Gesamtbeschleunigung 0,65 Meter pro Sekunde Quadrat. So.